Bevor die Oldtimer des Rollenden Museums München in die Nacht ausschwärmten, wurden einige der Fahrzeuge noch von der Jury des Children's Choice Awards begutachtet. Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren durften sich für diese von Classics for Charity e.V. ins Leben gerufene Nachwuchsförderung bewerben und suchten aus einigen ausgewählten Klassikern ihren Best-of-Show aus. Die Besitzer der Oldtimer hatten viel Freude, den Kindern die Fahrzeuge bis ins kleinste Detail zu erklären. Von dem kleinen Messerschmitt Kabinenroller über den Fiat 500 Carabinieri Einsatzwagen ging es weiter zu den großen Oldtimern. Mit dem American La France, Baujahr 1915, hatten die Kinder einen echten Dinosaurier der Automobilgeschichte zu bestaunen. Der Besitzer des Vorkriegsrennwagens erklärte den Kindern die technischen Details bis ins letzte Detail. Probesitzen inklusive. Etwas jünger, aber ebenfalls ein Exemplar aus der Vorkriegsära, war der Alvis, bei dem die Kinder vor allem die Kühlerfigur bestaunten. Sieger des diesjährigen Children's Choice Awards wurde der Buick Electra, ein US-Klassiker der ganz besonderen Art.